Berlin. Die Gerhard-Hauptmann-Schule in Kreuzberg. Seit Dezember 2012 besetzten mehrere hunderte Flüchtlinge, darunter Obdachlose, das leerstehende Schulgebäude. Zeitweise lebten hier bis zu 400 Menschen in dem Gebäude, darunter auch Drogendealer und Roma-Familien. Nach 5 Jahren der Besetzung will der Bezirk die Flüchtlinge, 11 Personen, nun zwingen, die Schule in Kreuzberg endgültig zu verlassen. Die Schule war immer wieder in den Schlagzeilen. Flüchtlinge drohten sich vom Dach zu stürzen. Ihre bisherige Duldung kostete Unsummen, allein für den Wachschutz rund 5 Millionen Euro. Hunderte Demonstranten demonstrierten gegen die Räumung des Geländes. Auch in Zukunft sollen auf dem Gelände Flüchtlinge wohnen.